Infragment. Können wir doch mal das hier. Okay, Sturmwind kann ich nicht rufen. Dann muss ich ja irgendwie hier hochkommen. Ah, okay. Oh. Das heißt, wir das. Oh. Die Attacke habe ich aber auch noch nicht gesehen. Kommt der denn jetzt auf einmal her? Ist das genauso einer, wie wir unten an der Brücke schon hatten, dass das jetzt jemand völlig anders ist? Ich glaube, ein anderer, der hat nicht diese Rede, der hat so eine Kugel unten, ne? Also, er hat keine Ahnung, was er in der Attacke macht. Okay. Shiny Krabben vernichten. Jetzt dreht er sich irgendwie um seine eigene Achse, okay. Da muss man wahrscheinlich auch aufpassen. Oh. Oh. Ja, geht er richtig ab. Und dann wirft er nochmal einen los, ne? War diese Attacke. Ah nein. Ich muss hier weg. Die Zauberer mich noch. Wenn die sie haben, dann ist das doof. Ah, ach, oh ja, ja, klar. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ja, fahr du mal zurück. Ich mach erstmal vielleicht die Zauberer da oben. Der auf mich aufmerksam jetzt geworden ist, der Zauberer. Da stehen da natürlich noch alle, ne? Da oben zwei und da sind nochmal zwei Zauberer. Da ist der Typ. Ist direkt wieder los mit dem Zauberer. Ein Zauberer ist da oben, einer ist hier unten. Wenn ich da nach oben gehe, zaubern die wahrscheinlich, ne? Er hat einen etwas anderen Zauber, so eine Art heftigen Schuss. Wann kommt noch mal näher? Was war das denn? Sah sehr elegant aus. Jetzt irgendwie Mist. Das hat irgendwie so einen Streuschuss nachgemacht, ne? Ja, wie ist das gerade so eine Fläche, die einlädt zum Sterben? Kann man jetzt nicht hier so lange festhängen? Renne ich jetzt einfach durch? Ich glaube an sich klappt das schon, weil da ein großer Raum kommt und da wird uns wahrscheinlich auch nichts passieren, ne? Hier sollten wir jetzt eigentlich relativ safe sein. Ach, hier ist auch ein Ort der Gnade. Hm. Ich werde gleich mal aktivieren können. Dann ruhe ich auch jetzt meine Ruhe und gehe hier nochmal zurück. Nicht jetzt gestorben da oben, ne? Sind da oben natürlich auch wieder da. Aber wo kam der Wagen her? Ach, die greifen mich doch an. Nimmt einen Pack. So, ich probiere es nochmal, bevor ich mit meinen Seen zurückgehe. Ah, jetzt greifen die auch an.
Ja, der Zauber da oben hat mich schon gesehen, der da auch. Muss eigentlich gar nicht sein, die da oben können ruhig da bleiben oder. Oder Pfeffer wächst. In dieser Wagen her. Okay, die gehen wieder nach oben. Ich will einfach nur hier hochkommen. Was ich für Zauberer. Kommt voraus, ja. Jetzt. Den habe ich schon mal weg. Das ist schon mal was wert. Da ist irgendwann noch eine Tür, wo man rein kann. Das ist natürlich hier noch ein paar, wenn wir dann hier rumzaubern. Zauber, Zauber, Zauber. Finde ich irgendwie doch so ein bisschen doof, wenn Mechanik das halt so oft zaubern können. Wird auch schon Schaden hier, weil man kriegt, ne? Deswegen drauf schützen ist dann auch nicht mehr gut. So ist die Tapper und komm hier runter. Was? Oh, den haben wir auch schon weg. Wahrscheinlich, wenn ich den mache, dann schießen jeden Magier mich ab. Okay, da kommen wir, da kommt das Glitter. Auch geklärt. So. Meine Ruhe. Ist das Leben? Bislang hat sich das noch nicht gelohnt, hier hochzugehen, Leute. Und zwar noch springen versuchen. Kann man, aber muss man nicht. Okay, das ist schon der Seite wieder nicht öffnen. Nee. Sagen, treff ihn doch mal. Oberflucht. Okay, wo kam dieser Wagen jetzt her? Da. Ist er mir so weit hinterher gefahren? Steinschleifmesser. Das hatten wir auch noch nicht. Wunderschön. Wunderschön. Okay, springt gut jetzt nicht. Mal erstmal ganz normal noch hier unten. Ah, da kommt schon der Wagen. Warum auch immer. Dauert zwar ein bisschen, aber
Der ist aber gut machbar. Genau, Hexe, die man ja alle klein, kriege ich noch ein paar Seelen dazu. Als ist das auch wieder so ein Magier, ne? Das ist einer der Untoten. Okay, wurde gerade vernichtet. Dreh, 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 dreh. Weg deinen komischen Tentakeln. Oh. Nein. Oh, das hätte uns wirklich noch bekommen, wenn uns so ein Stückchen von Leben gefehlt hat. Zumindest muss ich jetzt nicht mehr hochgehen zu den Zauberern und ich bin jetzt auch relativ nah. Ah, dieser Wagen. Da hat mir die andere Version besser gefallen. Mit diesen Rädern. Der ist zumindest die ganze Zeit gefahren. Hat nicht da seine Hackebeide durch die Gegend geschwungen. Okay, ich hoffe, die Zauberer kommen da nicht runter, wenn ich gleich mal hier nochmal diesen Todeswagen versuche. Okay, ich schneide mal kurz mal meine Runen, dann level ich erstmal auf. Ich hab Bock, die auch noch zu verlieren. Doch echt viel aus, dieser Wagen, ne? So. Okay, dann Stufenaufstieg. Was wollte ich denn gerade machen? Ich glaube, ich würde beides mal auf 25 bringen, oder? Kraft und Kondition. Können wir eben noch Stärke und Geschick machen. Mache ich das einmal. Und dann nehme ich noch ein paar Runen, damit ich noch ein Level machen kann. 1000 Runen muss ich dafür konsumieren. Habe ich noch welche? Ja. Ich glaube, das hat nicht ganz gereicht. Und ich müsste auch leider mal das mit der Glocke ausprobieren, wie das ist, ne? Mach ich mal gleich mein Inventar rein. Die Laterne hat man doch nicht durchgehend. Ich hatte die, glaube ich, einmal ausgerüstet gehabt, ne? So, Ausrüstung. Dann mache ich mal hier diese Geisterglocke noch rein. Jetzt brauche ich die eigentlich sowieso nicht, würde ich sagen. Ja, aber macht ein schönes Licht. Okay, wie ist das mit der Glocke? Könnte ich auch einfach rufen. Los, was kommen da für Gespenster? Können wir mal ausprobieren. Ist das okay? So, diese Attacke, die die einen in diesen Sumpf gemacht haben, ne? Ich hab kurz ein bisschen weiter. Ich wollte das mal kurz dann rausnehmen. Doch ein bisschen unnötig. Ich habe extra noch FP verbraucht, ne? Ob der Wagen dann wieder spawnt, wenn wir den einmal jetzt besiegen? Wäre halt gut zu wissen, sonst würde ich jetzt einmal meine Würfel machen, den kurz. Schnell platt machen und dann ist das Ganze auch gegessen, ne?
Klinge, ey. Ich bin hier irgendwie doch ein bisschen unberechenbar. Wir sagen, den Laternen habe ich gerettet. Ey, ich habe geblockt. Was ist das für ein Gegner, ey? War quasi der Angriff schon zu Ende, aber ich habe trotzdem noch das Hackebein sich geschleudert. Was machst du jetzt? Ich greife, ne? Nein, nein! Warte, ich habe ja noch voll den Punkte. Das wird ja überhaupt nicht reichen. Ja, gleich zweimal hintereinander, klar. Zack. Lässt doch nicht locker hier, ne? Ich hoffe, der respawnt nicht. Echt nerviger Gegner. Oh. Schon wieder. Der kann doch gar nicht zu schaffen sein. Die Attacke. Noch einmal so eine Sprungattacke. Und dann haben wir ihn vielleicht. Falls wir das hier überleben. Uhuhuhuhu. Nochmal hinterher. Zack. Oh. Da gibt's gar nichts für? Gar nichts? Da habe ich gerade die Anzeige verpasst, der Seelen. Aber dennoch, quasi gar nichts. Da habe ich ihn so schlecht gemacht. Oh. Also ich fand ihn jetzt nervig. Kann man auch da runterspringen, da rüber gehen und so. Mir ruhig mal helfen können. Schimmersteinstab. Ah, der bringt sich hier schon in Deckung. Okay, der wurde auch schon einmal getroffen. Okay, wir können also zur Treppe gehen. Wir können hier weitergehen. Ah, hier ist wieder so eine Linie. Ich höre was Großes. Und ich ausgerechnet jetzt, wo ich quasi kein nächstes Punkt habe. Sind hier eine Krabbe? Da unten ist noch ein Eingang. Und ob die Tür überhaupt drauf geht. Lässt sich auch nicht öffnen. Okay, der hat quasi das hier beschützt.
Schon wieder irgendwas Großes. Wie, das war echt unbarmherzig. Grüne Saat. Zwei Stück. Aber warum? Links versuchen. Voraus. Stille. Okay, jetzt hätten wir also noch diese Graben. Wir können von da oben runterspringen. Geht das hier noch eigentlich irgendwo rein? Ich glaube, die Graben muss ich jetzt noch explizit machen, würde ich sagen. Wahrscheinlich bringen die auch nichts. Griffe. Sieht zumindest auch so ein bisschen bröckelig, ne? Irgendein komisches Geräusch. Okay, also wir könnten auf die Treppe, wir könnten auch da so unterspringen, dass wir auf diese Treppe kommen. Dann müsste ich aber hier wieder hochgehen. Okay, wir gehen Richtung Treppe. Vor sich fallen. Ja. Oh. Okay, da ist um eine Art Portal. Kommen jetzt ganz hätte eine Kugel? Oder? Okay. Ah, die wabert auch mal nach links und nach rechts. Komm ich denn da noch rum jetzt? Muss ich jetzt immer so rausspringen? Ja, ich, wirklich Platz ist ja auch nicht, wenn ich da auf diesen Dingern stehe, ne? Ich versuche einmal auszuweichen. Uhu. Eine Steinstufe 5. Jetzt kommen die ständig, okay. Okay, warum uns immer das gleiche Muster haben? Wie bleibt er hier gegen? Hat er nochmal eine? Ach, da liegt er auch mal gut. Hab ich gesehen. Ist auf dem Gras. Ja, bleibt er wieder hier gegen, okay. Hier war ich links sicher, ne? Das ist eine verlorene Gnade. Was für Geräusche, das ist die Kugel. Ständig nicht von dieser Seite zu öffnen. Wer ist das? Wegstein voraus und dann Hund. Hier und dann Hund. Muss die Frage, wenn ich hier reingehe, wo komme ich hin? Komme ich hier wieder zurück? Ich gucke erstmal, wer da so. Wer hier so im Raum ist. Denn an. Nice Outfit.
Magischer Ritter Monkrugen. Okay. Ja, schade. Ah, ah, ah. Nein. Der war ja so vor. Ich hatte einmal einen Shit-Durchbruch, wo ich ja gerade so kritten, ne? Ging anscheinend nicht so gut. Okay, jetzt können wir gleich mal gucken, ob der Kampfwagen wieder da ist. Wenn nicht, haben wir ja ein paar Tränke jetzt über. Und wenn er da ist, dann springe ich einfach schnell auf die Treppe. Okay, der Wagen ist wieder da. Holy shit. Okay, ist auch mit den Nachrichten hier markiert. Okay, Ritterlein. Revanche? Komm mal her. Und ist hier noch was oder kann ich hier frei kämpfen? Mensch, was ist das hier? Was ist diesmal für Aufnahmesession? Tod über Tod. Woher war das eigentlich relativ überschaubar? Weißt du, da denke ich, mach mal einen normalen Angriff, um besser zu sein, und dann wird man direkt pariert. Sprungangriffe kann man wahrscheinlich nicht parieren, so wie ich das aus Dark Souls kenne. Weil direkt wieder kassiert. Kann doch nicht wahr sein. Hier war ich halt safe. Aber hier sterben anscheinend ein paar Leute. Das scheint nicht so einfach zu sein. Irgendwie auf Abstand halten, glaube ich. Genau, das wollte ich vorhin machen. Aber der hält auch echt gut aus, ne? Junge, Junge, Junge. Der macht auch Magieschaden, das ist irgendwie schade. Was? Einer. Der hat das so gut gesessen. Unglaublich. Okay, also muss ich doch irgendwie mit Sprungattacken bisschen probieren und so weiter. Oder selber parieren. Oh, der hält auch ganz schön aus, der Junge. Und ich kriege auch ständig noch Schaden, weil er Magieschaden macht. Junge, Junge, Junge. Ja, diesmal laufe ich hier lang, ein bisschen kürzer. Aber wir schaffen ihn noch.
Was stimmt als jeder Boss? Da liegt mein Loot, aber das brauche ich glaube noch gar nicht aufsammeln. So viele Seen waren das jetzt auch nicht. Ah, dafür war es zu spät. Ah, ist der Schutz mein Seen wieder. Da ist ausgewichen. Müssen wir das halt so machen. Ah, ah, ah. Ist. So. Ich glaube, das Rüstungsset von denen haben wir schon, glaube ich, ne? Es heilt er sich auch noch. Scheibencluster. Aber jetzt kann er wahrscheinlich nicht parieren mit Stab, oder? Das ist ein Denkfehler. Ha. Nichts mehr mit heilen. Nicht einmal. Das war doof. Und zack. Am Ende scheint er nicht mehr schlau zu sein, ne? Garanischer Ritterschild. Das muss ich jetzt einmal vergleichen. Auch 100 Arm Magie macht er natürlich mehr, ne? Bisschen leichter. Vielleicht sollte ich den hier erstmal hier ausrüsten. Ausrüsten, genau. Ausrüsten. Aber ich brauche Weisheit. Also kann ich wahrscheinlich nicht effektiv tragen, ne? Ja, schade. Der Magieabwehr ist hier. Wäre vielleicht nicht so schlecht. Okay, wir können da durch, wir können hier durch. Oh, ich glaube, so einer wie der, der kommt nur einmal. Uns einfach öfter pariert, ne? Unglaublich. Muss ich von links. Ah, hier war irgendwie so eine Art Hebel, habe ich gesehen, glaube ich. Ne, ein Fahrstuhl, warum immer Hebel? Keine Freude voraus. Gehe ich denn lang? Gehe ich mal kurz hier lang. Muss ich von links also. Ups. Nee, so schön angreifen können. Ne? Ah, da unten fährt noch der Wagen rum. Lilie. Die Kugel hier macht echt Krach, ne? Man hört ja immer dieses Hallen, dieses Kürzung voraus. Gespannt. Aus, voraus. Genau, hier unten war die Krabbe. Da hatte ich die auch noch Loot. Ach, den hatte ich ja nicht aufgesammelt, weil die Krabbe kam, ne? Vielleicht sprinte ich da einmal durch, ignoriere den Wagen und hole das einfach. Ah, ich hätte hier auf die Treppe springen können, ne? Hier war ja dann... So, das ist die Krache. So.
auch auf die Treppe springen? Ich glaube, ich gucke jetzt mal da um, da. Was soll ich sagen? Da, wo wir noch umfahren können, da gucke ich mich erstmal um. Wo wir da hinkommen. So, dann kann ich ja immer hier noch durchrennen. Und wichtig ist, bei den Kram wollten wir nochmal gleich gucken. Je nachdem, wo wir jetzt hier hinfahren. Es geht ganz schnell nach oben. Ein Geheimweg? Natürlich nicht. Aber ein großer Platz. Gibt auf. Ich komme da hier der richtige Bossfight. Aber ist auch doof, wenn das eine richtige Abkürzung ist, dann nicht. Man hat ja noch diese ganzen Zauberer, ne? Die einen ja übelst schaden können. Okay, ich schicke einmal den Fahrstuhl nach unten. Als ich sterben sollte, dann habe ich gleich den Fahrstuhl wieder. Okay, gehen wir einmal rein.